Moin Leute, jetzt sagen wir der Kalwald. Wir waren gerade bei der Zucht Reinitiierung stehen geblieben. Genau, haben gerade hier die Führerin Griswold gemacht. Wo dann Relaxaurus rauskommen sollen. Dann können wir noch Surfen und Relaxaurus probieren. Genau bei derselben Zucht vom. Oder? Ach, da haben wir ja schon Nightwing. Da müssen wir dann warten. Dann müssen wir damit noch warten, bis die eine Sucht fertig ist, bevor wir die Sucht machen können. Von der Zeit her habe ich jetzt noch eine Woche Zeit, um all die mal die Zuchten fertig zu machen und so. Das ist tatsächlich ein scharfer Zeitplan. Ihr seht es ja vermutlich bereits an der Anzahl der Folgen, die kommen werden. Ja, es ist ein Tag, wenn so viele Folgen kommen. Das weiß ich jetzt schon. Gut. Das nächste wäre Wagnerhawk AD. Schauen, was wir da machen können. Ich glaube, Wagnerhawk AD habe ich noch gar nicht angefangen, könnte das sein. Ich glaube, Wagnerhawk AD habe ich echt noch nicht angefangen. Schauen wir mal gerade. Wagnerhawk AD, das bist du hier. Also ein kleinerer Putzplan. Da braucht man den Joltok für mehr Kraft als Verstand tatsächlich. Da habe ich einen. Und der Kryolinks darf irgendeiner sein. Heißt, ich mache erstmal meine Klimaanlage aus, weil es mittlerweile kalt wird. Joltok mit mehr Kraft als Verstand. Hier, bitte sehr. Ist weiblich, heißt doch einen männlichen Kryolinks. Ah, Moment. War man nicht schon mal auf der Suche nach einem männlichen Kryolink? Haben wir die Zucht schon gemacht? Könnte sein, naja. Mach mal eben gegebenenfalls nochmal. Gut, auf jeden Fall weiblicher Joltok. Dann braucht man einen männlichen Kryo. Super, hat funktioniert. Here we go. Ein bisschen Kryo, die Fetten kann ich auch nicht so hoch werfen, erstmal muss ich ein bisschen näher ran. Guck, die wollen nicht so weit fliegen. Super. Dann läuft Jolter Queerlings, dann noch die Phalaris Warsack Combo. Vor der Warsack kommt harten Leben von Phalaris Complex. Nehme ich mal den hier. Und dann brauche ich einen. Der Warsack, dann brauche ich dazu was nochmal? Achso, Phalaris. Und Phalaris, da ist gerade Moment. Geht das überhaupt? Warsack ist männlich? Ich glaube, ich habe nur einen Phalaris. Und der ist männlich. Gut, ich habe aber noch mehr Warsacks mit. Karten nehmen, da habe ich auch einen weiblichen. Super. Lustig, wie die so rumkennen, also. Genau. Dann können wir jetzt hier den Phalaris benutzen. Weil ich habe noch einen Phalaris, dann ist Phalaris. Da müsste ich mir vielleicht auch mal ein extra holen. Es ist auf jeden Fall gutes nächstes in der Woche die Perlbox-Slots erhöht werden. Also bin ich sehr glücklich. Wäre cool, wäre so unendlich groß, ganz ehrlich. Oder dass man zumindest die Pals und Shaw Caffing rausbinden könnte gegen Performance Issues damit. Ja.
Naja, dann läuft die Zucht auf jeden Fall auch an. Next auf meiner Liste wäre dann Zoroark AD. Zoroark AD. Ja. Da habe ich jetzt Univolt für 2 schon, aber da habe ich den Reptüre noch nicht. Da brauche ich. Habe ich da die Palladius Gibson Zucht schon angesetzt? Palladius Gibson für eine legendäre Sibilix? Ich habe schon die legendäre Sibilix tatsächlich. Cool. Dann brauche ich dafür jetzt einen weiblichen Grisbolt mit mehr Kraft als Verstand. Heißt, ich durfte einfach warten, weil er mehr Kraft als Verstand Grisbolt jetzt tatsächlich zu tun hat. Dann hat Azorb AD noch zu warten. Gut, das hier auch. Habe ich noch die Azorb AF tatsächlich. Azorb AF, da. Habe ich Azorb AF überhaupt schon gemacht mit? Ich nehme mal gerade Bild. Hier. Also, ja. High Quality Videos auf jeden Fall. Habe ich mit Azorb AF schon irgendwas gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit schon angefangen habe. Von Lailin kommt Festungskommandant. Habe ich schon Elfie Jan mit Festungskommandant? Elfie Jan sind ganz am Ende. Habe ich tatsächlich weiblich, dann habe ich damit tatsächlich schon angefangen. Aber den will ich jetzt nicht weiter kreuzen, weil ich mit Elfie Jan tatsächlich selber was machen darf. Weil ich, der hier ist ja gelevelt und den werde ich brauchen, um was heißt, wir brauchen, den werde ich benutzen, um, wie heißt, Belanger zu, ein paar Mal zu plätten. Deshalb, ja. Geht das nicht. Es sei denn, ich fände noch einen weiteren Festungskommandant. Ich könnte jetzt auch einfach nochmal machen, schauen, dass ich einen weiteren Festungskommandant kriege. Dick Trash und Lailin. Mach ich jetzt auch einfach nochmal, ganz ehrlich. Die Lailin muss Festungskommandant haben. Habe ich schon? Ich glaube, ich habe keinen Lailin-Festungskommandant mehr, oder? Ja, ich habe noch eine. Männlich heißt, ich brauche weiblich. Hier ist das spannendes Teil. Heißt, ich brauche weiblich Dick Trash. Sind die Grundpals hier hinten, ganz hinten. Weiblich Dick Trial. Dann nehmen wir mal das hier. Ist auch klein. Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch dran, wie ich Probleme hatte mit Dick Trial, weil er so groß war. Stimmt, ja, da war ja was. Gut, anyway, wie viele aktive Zuchten habe ich? Ich fange an von nichts. 1, 2, 3, 4 Zelt doppelt, weil ich da 20 hin machen will. 5, 6, 7, 8. Also ich brauche 8 Lichttorten. Das klingt nach einer ganzen Ecke, ist auch eine ganze Ecke. Ich habe ja aber noch Torten am Machen, ja genau. Super. Da habe ich noch ein bisschen Tortenvorrat. Ich hoffe, der Tortenvorrat reicht. Wäre echt doof, wenn ich noch mal Torten machen muss. Übrigens, bevor ihr fragt, ja, ich hätte das Ganze gerne vor dem Update fertig, weil nach dem Update bin ich mir recht sicher, dass neue Person-Spiel kommt und somit die Breedings nicht verpassen. Deshalb. Ja. Was? Wie kam das jetzt hier raus? Naja, das ist auf jeden Fall einer. Ich krieg jetzt auch ein. Die in der Zuchtpampa fallen die übrigens nicht. Soll ich da Gedanken machen, dass ich da jetzt zu viele reinmache? Die verfallen da nicht. 20 hier. 10 hier. Den hier
und sehen ihr. Gut. Das wäre damit erledigt. Dann lade ich gerade mein Zeug ab, wenn ich es dabei habe. Super. Und jetzt geht es daran, dass wir Boss Raids machen. So. Für Boss Raids haben wir hier diese Ebene. Aus habe ich mir hier diese Ebene ausgesucht. Da hinten ist Futter. Für Perf. Logisch, für wen sonst? Ich brauche 15 Holz und 5 Steine. Naja, ist ja nicht so, das hätten wir natürlich schon mal gemacht. Leider hat die Methode auch letztes Mal nicht so gut geklappt. Ich muss einen Laser benutzen. Wieso hat das nur das letzte gemeint? Das ist auch noch nicht genug. Wie viel brauche ich? 15 Holz und 5 Steine. Gut, das sage ich auf jeden Fall einen Stein. Ah, ein Relaxaurus. Der Kampfwellen. Gut, das war's. Ich brauche... Ja, Abtromball nützt leider gar nichts. Und die hier lassen mich raten auch nicht. Ah doch, nützt tatsächlich was. Die funktioniert. Die geht. Super. Dann. Absolut. Gut. Ich schau mal, wie viele Fragmente wir haben. Weil ich plan so ein bisschen, weil ich hätte die Schütze gern schon, wo ich das verwenden. 93, dann verarbeiten wir die mal zu Tafeln tatsächlich. Was habe ich jetzt auch gemacht? So die Platinen. Haben diese viele Platinen übrigens fertig. 23 Bosse. Wasser. Heißt, wir brauchen ...23 mal 100, heißt 2300 Steine. Runter noch. Das müssen wir jetzt nicht vertun. So, dann haben wir alle Scheine. Genug für 23 Boss-Raids. Scheiß drauf, echt, warum rennen wir immer im Weg? So, danke. War spät. Ich habe gerade extra noch mal überlegt, ob das die Base ist. Nein, das ist nicht. Gut, und dann brauche ich. Dafür genug. Brauche ich noch 20 mal 23. Das sind 230 mal 264. Erst 460 Palliumschubsuppen. Brauche ich tatsächlich nicht so viel. So. 24. Moment. 23 mal 20 sind 64 brauche ich. Gut. Oder?
20 mal 23 ist gleich 230 mal 2 gleich 460. Ja, müsste eigentlich passen. Gut. Damit wäre das alles, was wir brauchen für Zubat. Die wir jetzt anfangen werden. Wir nehmen uns eine Standtafel raus. Dann gehen wir rüber und bauen einen Beschwörungsaltar. Gehen dann zurück, gehen in den Grasbereich. Hier bitte so, nehmen wir gerade die ganzen Wörter raus. Ein Stück davon, die gerade aufbauen dürfen. Jetzt füge ich nochmal her und nehme mir den Elfie-Journ hier raus. Der leider nur Level 1 ist. Der also ziemlich schnell Food sein wird. Wenn ich mich nicht drum kümmere. Dann, bevor wir dann wirklich, loslegen, gehe ich gerade noch hierher. Falsche Base. Hier hoch. Meine Main Base. Und ich liefere das hier schnell noch ab. Was verloren geht. Übrigens, wenn eine Kiste kaputt geht, dann kommen alle Inhalte raus. Also da habe ich jetzt keine Angst. Level 38 sollte reichen. Und er war überlebt. Ja, ich werde dazu auch drauf schießen, weil ich habe gehört, dass wenn man nicht drauf schießt, ist dann teilweise buggy ist. Naja, ich nehme den Rest einfach alles mal raus und lasse die Steine und so einfach drin. Leider kann Jet Wagon nicht bauen. Ihr wisst schon, wie das hier für gewöhnlich läuft. Halt. Gut, war. Ja, das leckt. Spiel kann tatsächlich sehr, sehr stark lecken hier. Das Problem ist, jetzt haben sie alle ihre Fähigkeiten rausgehauen. Jetzt sind die meisten Fähigkeiten und Cooldown. Was doof ist. Naja, wir schaffen den Boss trotzdem, also. Sturmgewehr, okay, gut. Sturmgewehr bereit. Ihr seht, es ist Ritualteil kaputt. Jetzt ist halt eben das Problem, dass keiner eine Fähigkeit hat. Wir warten, bis wir die Fähigkeiten kriegen und dann losfahren können. Da, bitte sehr. Hey. Da, jetzt halte ich schön drauf, dass ich den Loot auch wirklich krieg. Boss eliminiert. So, und ich habe alles Material gekriegt, was man für gewöhnlich kriegt. Leider nur einen antiken Kern. Na, ich habe auf jeden Fall drei Rubine gekriegt, das ist nicht schlecht, der Loot. So, was wir jetzt machen müssen, jetzt essen sie hier die meisten. Die können leider nicht aufbauen. Das ist das Problem. Könnten sie aufbauen, dann wäre es perfekt. Jetzt muss ich halt wieder hierher gehen, Beschwörungsaltar nehmen, hinstellen. Beim Beschwörungsaltar einbauen
bauen dauert halt seine Zeit. Deshalb benutze ich dafür lieber meine Bells, Base Pals. Setze hier gerade ein Stück ein, die wir schnell zusammenbauen dürfen. So, fertig. Packen wir sie wieder raus. Und fangen an mit dem Razor. Zum nächsten. Und das übrigens passiert mein Video, das nicht ganz so lange hin, aber wenn es hier losgeht, der Kampf, weil so viele Effekte sind. Ich will einfach nur den Loot. Oh, Scheiße. Naja, so viel Schaden macht normale Bären das auch irgendwie. So wie es aussieht. So, ich wollte noch eigentlich Dinge als Loot. Aber ich habe wieder mal keinen extra Loot gekriegt. Dafür, dass ich hier Elfie Giant dabei habe. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er nichts bringt. Naja, das wird sich aber herausstellen, weil wir machen das Ganze noch ein paar Mal. Ich glaube noch zweimal schaffen wir es in der Episode und danach. Dann machen wir in der nächsten Episode dann weiter. So. Oh, Elvitan, könntest du ja auch mal gerade ziehen, echt? Danke. So, hier bitte. So, wird Nacht, das war aber nicht schlimm, während der Burn-Rubber-Spite ist sowieso gefühlt immer Nacht. Habe ich jetzt schon 1000 Muni verschossen? Glaube ich nicht. So, hier. Ich schieße einfach nur wirklich am Ende drauf. Das ist der Spieler, den ich erwarten kann, wenn ich meinen Great Start. Der Schaden ist da, also. Jetzt ist halt eben erstmal Pause, ne? Weil jetzt alle Fähigkeiten auch im Cooldown haben. Leider. Heißt, müssen wir warten, bis alle wieder ihre Fähigkeiten machen. Das war jetzt. Zeitpunkt. Okay, drauf. Aber das ist gut, ich würde mal sagen, ich muss ja die Videos heute Abend sogar noch mal hochladen. Deshalb würde ich sagen, damit lassen wir es bei der Episode. Ich weiß, es muss ganz Minuten lang, aber egal. OBS scheint es auch richtig anzuzeigen, alles. Ich hätte das Bild ausblenden sollen, machen wir jetzt mal. Wir sind zum nächsten Mal wieder. Bis dann.